Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute mal. Und zwar geht es um die sogenannten Überraschungstüten. Es gibt die in verschiedenen Preiskategorien beim Mediamarkt. Die stehen meistens am Eingang irgendwo rum und versprechen halt, dass man, in dem Fall war es jetzt zum Beispiel eine Tüte für 50 Euro, einen Wertinhalt von so und so viel Euro hat, in dem Fall 179,67. Und ja, es wäre mal interessant, mal reinzuschauen, mal zu gucken, was ist wirklich drinne. Und wir werden im ersten Teil des Videos diese Box jetzt erstmal auspacken. Sie ist wirklich hier auch noch mit Kabelbindern zugemacht. Das heißt, ich habe selber auch noch nicht reingeschaut. Und im nachgelagerten Teil vom Video werde ich dann nochmal schauen, wie denn dieser Wertinhalt zustande kommt. Also geht es hier um UVP-Preise? Sind das wirklich die Preise, wie ich beim Mediamarkt bezahle dafür oder die ich eben online für die Teile bezahle? Was ist der echte Warenwert? Also lohnt es sich überhaupt? Und dann nochmal ein abschließendes Fazit zu den Inhalten der Box. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Ich versuche hier mal den Kabelbinder zu lösen. Er ist relativ gut festgemacht. Okay, so, Kabelbinder ist offen. Dann würde ich sagen, starten wir mal und machen die Box auf. Und schauen einfach mal, was hier drin ist. Okay. Also ich fange einfach mal an, was oben drauf liegt. Und zwar als erstes haben wir hier eine mobile Powerbank, 4000 mAh von ISY oder ISY, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Wir haben eine steuerbare Steckdose, die man wohl auch mit Alexa und Google Assistant verwenden kann, von Hama. Das hört sich ja schon mal ganz interessant an. Dann haben wir, was ist das hier? Okay, Projektionsfolien zum Ausdrucken mit einem Tintenstrahldrucker für Projektoren. Gut, kann ich jetzt zwar nicht so gebrauchen, aber okay. Ich mache hier drüben mit hin. Dann haben wir hier ein, was ist das? Ach ja, ein Airwick-Spray. Ich weiß gar nicht, kann man die überhaupt so benutzen oder braucht man dafür dann irgendwie, wahrscheinlich braucht man dafür noch ein Gerät oder wie? Nee, kann auch sein, man kann sie direkt so benutzen. Muss ich da nochmal nachschauen. Dann haben wir eine, das sieht jetzt relativ teuer aus. Ein Wireless Keyboard für ein 10 Zoll iPad. Das ist natürlich insofern ein bisschen blöde, wenn man jetzt wie ich überhaupt kein iPad hat, weil da nützt mir jetzt die Tastatur relativ wenig. Das heißt, das ist dann sowas, was man wahrscheinlich auf eBay stellen muss. Aber da wird es dann interessant, was der aktuelle oder was der Wert davon ist, weil das scheint eines der teureren Produkte zu sein. Das hier sieht so nach einer Spielfigur aus. Ja, ein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera sehen kann. Ein Pferd irgendwie. Okay. Hier hinten ist noch was. Das ist ein Nasaltrimmer. Okay. Sieht jetzt aber auch nicht besonders teuer aus. Dann haben wir noch, ich glaube, das ist nur irgendwie, ja, keine Ahnung, Plaste vom Korb. Wir haben noch eine Bedienungsanleitung zu dem Einkaufskorb. Das ist natürlich sehr wichtig. Und das war's. Genau, dann gehen wir jetzt in den nächsten Teil des Videos über. Ich wechsle an den PC und mache dann mal eine Aufstellung, was denn die Produkte tatsächlich wert sind und ob da tatsächlich ein Wareninhalt von fast 180 Euro rauskommt. Das wird spannend, weil das Einzige, was für mich jetzt von den Produkten hier eigentlich relativ, sagen wir mal, noch preisintensiv wirkt, ist eigentlich diese Tastatur. Vielleicht die Steckdose, aber mehr eigentlich nicht. Also schauen wir mal. So, ich habe jetzt hier wie versprochen die ganzen Artikel, die in dem Korb waren, mal hier beim Mediamarkt im Online-Shop zusammengestellt. Wie schon erwartet, ist die iPad-Tastatur tatsächlich relativ teuer mit 120,89. Das Pferd, was dabei lag, das Spielzeug für 6,67 €. Die Powerbank auch für 9,83 €, was Einfaches. Der Nasaltrimmer auch 8,64 €, die Zweckformfolien 15,29 € und die Hama-Steckdose 17,54 €.
Was ich leider nicht finden konnte auf der Website, war diese Airwick Nachfülldose. Die habe ich mal hier rausgesucht bei Rossmann. Kostet im Zweierpack 5,99 €. Also wenn wir da mal ungefähr 3 Euro ansetzen, die man noch ungefähr oben drauf rechnen muss, landen wir hier beim Warenkorbwert von 178,86 € plus ca. 3 Euro. Also bei knapp 182 €. Und das stimmt ungefähr zumindest mit dem Versprechen überein, dass in dem Korb ein Warenwert von, es waren etwa 180 € zu finden sind. Ich habe, um jetzt auszuschließen, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen Produkt einfach unglückliche Preise sind, das Ganze jetzt auch nochmal einfach in den Amazon-Warenkorb nachgestellt, hier auch mit dem Pferd. Die Overhead-Folien, die Steckdose, der Nasaltrimmer und auch dieses iPad oder diese iPad-Tastatur. Und hier landen wir auch bei einer Summe von 159,35 €. Was hier noch gefehlt hat, wäre die Powerbank. Die gab es jetzt in genau der Form nicht. Also da kann man nochmal die ja, knapp 10 € ungefähr draufschlagen. Und auch das Airbag gab es hier auch nicht einzeln. Das heißt, man landet hier auch bei ungefähr 170, 173 €, so ungefähr 172 vielleicht abgerundet. Das heißt, im Prinzip war der Deal jetzt dafür, dass man 50 € bezahlt hat, nicht so schlecht. Nachteilig natürlich an der Aktion ist, wie jetzt zum Beispiel ich, der jetzt kein iPad hat, kann jetzt nur hoffen, dass er dieses Modell irgendwie günstig verkauft kriegt, entweder an einen Bekannten, der ein iPad hat oder halt dann bei eBay entsprechend. Ich schätze aber mal, dass man locker dafür über 50 € bei eBay bekommt, weil es ja quasi neu ist und ich denke, bei eBay sollte man problemlos noch 70, 80 € dafür bekommen als neues Teil. Was auch zu beachten ist bei den Körben, ist natürlich Umtausch ausgeschlossen. Ist ja klar, weil ich meine, ich kann ja dann nicht sagen, ja, ich habe ja kein iPad, das ist halt das Problem. Das heißt, man hat die 50 € jetzt halt bezahlt und ja, ist halt so ein bisschen wie eine Lootbox beim PC-Spiel. Ich hoffe, dieser Vergleich hat euch ein bisschen gefallen. Das heißt, ihr könnt euch ja jetzt überlegen, ob ihr auch dieses Risiko wagt. Wie schon gesagt, es können halt auch Sachen drin sein, mit denen ihr halt dann einfach gar nichts anfangen könnt. Und wenn ihr natürlich ein bisschen Lust habt an eBay und Co., dann sollte das für euch sicherlich kein Problem sein. Aber ja, es ist natürlich auch ein bisschen Risiko und wer jetzt nicht so Lust hat, die Sachen wieder zu verkaufen, dem würde ich, glaube ich, definitiv davon abraten, da auf Verdacht so eine Box mitzunehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war ein bisschen interessant und bis zum nächsten Mal. Ciao!